hier mal, erstmal die Titel und kann euch das gerne gucken, so, ne? Also, wenn ihr nicht kennt, ist dann schon mal ein Part of Record. Signalisiert mir auf jeden Fall mal, ob ihr vielleicht so wöchentliche Updates haben wollt zu Trash-TV, vor allem Beziehungsgeschichten, sonst habe ich auch immer was gesagt zu Sommerhaus der Stars oder so. Also, wenn ich jetzt das Gefühl habe, boah, das ist einfach nicht mehr so interessant auf meinem Kanal, dann könnt ihr auch gerne reinschreiben, ist wirklich so überhaupt nicht schlimm. Ich gucke es immer noch teilweise, aber ja, hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, dieses Reaction-Format mit Ausschnitten und so wird es bei mir nicht mehr geben. Trotzdem, ja, haben immer wieder welche geschrieben, kannst du mal was sagen zum Sommerhaus und was weiß ich. Und deswegen wollte ich einfach nochmal was sagen zum Sommerhaus und zu Bachelorette. Und wenn ihr wollt, kann ich mal einmal in der Woche sonntags oder so einfach mal ein Update machen. Wie gesagt, signalisiert mir das gerne. Und wir werden uns auch kurz halten. Kommen wir erstmal zum Sommerhaus der Stars. Ich bin einfach geschockt, ne, Stand heute. Also da war ja jetzt dieser Riesenkonflikt zwischen dieser Alissa, ne, dem Herzensmensch, wie sie sich immer nennt, und der, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber der Veganerin in der Staffel da, oder mit dem Paar. Zu dem Paar kann ich euch auch nochmal was sagen, ist auch ganz interessant als Paar vielleicht. Und ich muss wirklich sagen, ja, die Veganerin stichelt wirklich in einer Tour und ja, nervt die anderen, ne? Und klar, es ist ja auch so angelegt von der Produktion, ne, dass es kein Fleisch gibt und was weiß ich. Alle anderen wollen halt kein Fleisch essen. Aber das ist überhaupt kein Grund, so auszurasten und so, und sorry, das muss ich auch meiner Frau sagen, wirklich zu massiver verbaler Gewalt zu greifen, ist einfach nicht in Ordnung. Ne? Ist einfach nicht in Ordnung. Er hat sich ja komplett im Ton vergriffen. Und ich verstehe RTL nicht, oder die Produktion, ich verstehe sie nicht, warum die eingreifen, wenn es handgreiflich wird. Aber wenn es so zu wirklich massiver, und das ist ja der Vorläufer, und womöglich kommt es da auch hin wieder, wenn es massive verbale Gewalt gibt, warum da nicht eingegriffen wird. Ne? Vor allen Dingen, wenn das so wirklich einfach komplettes Mobbing ist, ne, alle gegen eine. Und die sogar noch gesagt, als sie dann diese Situation war, dürfen wir jetzt grillen, es muss ein einstimmiges Ja geben. Da sagt sie sogar noch, ja, also ich bin gegen Tierleid, aber ich will euch das nicht verbieten. Und trotzdem wird danach, ja, wie gesagt, sie ist nervig und alles, aber komplett auf ihr rumgehackt, ne. Ich finde, sowas sollte man nicht zeigen, weil wir Menschen lernen am Modell. Und da gucken sich wieder Leute ab, dass das normal ist, so, ne, sich so zu verhalten. Kann es nicht begreifen, so, ne. Und in der Vorschau konnten wir auch schon sehen, dass die Alissa auch ihren Partner, ja, dann auch so, hätte man jetzt nicht zugetraut, aber sie hat da jetzt so einen Gossenslang drauf, weiß ich nicht, ist echt schlimm, ne. Also, was heißt Gossenslang, ist einfach verbale Gewalt, ne. Und, das Paar mit dieser Veganerin ist übrigens ganz interessant, weil, wenn ihr euch mal überlegt, wie so ein Paar, also das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, ich sage jetzt nicht, dass es so ist unbedingt, ich sage auch nicht, dass die vielleicht außerhalb der Show ganz anders sind oder so, aber das finde ich als Paar spannend, weil das ist so ein Paar, ist in der umgekehrten Polarität, ne? Also er ist ganz offensichtlich in so einer, finde ich, jetzt eher femininen Polarität, sie wirkt sehr in so einer maskulinen Polarität und es gibt Paare, wo das funktioniert, aber oft funktioniert es halt nicht. Und man sieht auch, wie die so dagegen ankämpfen, ne? Weil sie sagt ja auch immer, du musst mich jetzt verteidigen. Und dann kommt er so ein bisschen so, ja, Mami, wie soll ich dich denn verteidigen? Was soll ich denn machen? Habe ich es denn jetzt richtig gemacht, Mami? Habe ich jetzt richtig? Was natürlich auch wieder nicht polar ist, ne? Weil so ein Mann in der Polarität, den will man gar nicht sagen müssen, was er zu tun hat, um die Frau zu verteidigen. So, das heißt, die wollen da eigentlich raus und können wir auch wetten, dass das zu Unzufriedenheit führen, dass es so ist. Andererseits gibt es da eben auch eine Anziehung, wenn die Frau so, das ist auch gar keine Wertung jetzt, aber so sehr tough ist und so Sachen hat, die man vielleicht eher Männern zuschreibt, dann zieht sie einen Mann an, der eben vielleicht ein bisschen femininer ist. So, ne? Aber das ist einfach nur ganz interessant zu beobachten. Ansonsten ja, wird es wahrscheinlich wieder, konnte ich mir vorstellen, zu Handgreiflichkeiten kommen. Und das finde ich nicht, ich finde das nicht gut von RTL, sage ich ganz ehrlich. Das habe ich ja auch beschrieben in meinem Buch hier, Neue Dimension der Liebe.
dass einfach, weiß ich nicht, so spätrömische Dekadenz, sage ich mal, also Brot und Spiele, es wird immer härter aufgefahren, Trash-TV wird immer krasser, immer härter und wo soll das hinführen, ne? Also weiß ich nicht, es wird ja auch immer mehr Pseudo, dadurch, dass sie ja nur noch so diese Influencer da reinschicken, es wird immer faker und weiß ich nicht, das weiß nicht, ob sie das nicht irgendwann nicht selber abschafft. Gut, dann noch einen Satz zur Bachelorette. Letztlich das gleiche Problem, warum schickt man da, ich sag's immer wieder, warum schickt man da eine Influencerin rein, ne? Also das ist für mich, ich habe wirklich gar nichts gegen die ist bestimmt eine tolle Frau und sehr erfolgreich und alles, aber auf mich wirkt es so, dass sie wirklich konstant spielt. Sie spielt die Bachelorette, sie ist nicht die Bachelorette, sondern es wird so, jeder Satz ist eigentlich so, weiß ich nicht, stromlinienförmig und immer so das Richtige sagen und ich bin so offen und ich war ja und dann ist halt kein Platz mehr so für Spontanität und dann kriegt ein Handy und dann sollen sich texten und dann werden sie gefilmt beim Texten und diese Texte sind einfach, weiß ich nicht, wie aus der 9. Klasse irgendwie so, also wirklich null Spannung, also ich finde es eine absolute, es ist einfach eine komplette Katastrophe, ne? Also ich kann das alles nicht begreifen. Also es ist auch wieder, ich verstehe es nicht, es ist Trash-TV, ist alles okay, kann man machen, aber warum so, warum, das hat doch immer gut funktioniert mit Leuten, die man nicht vorher gekannt hat, ne? Also ich kann es wirklich nicht, also das ist wirklich null Vibe, es ist wirklich also eine einzige Katastrophe. Und was wollte ich noch sagen? Ich frage mich, und das ist jetzt, ich frage es mich ganz ehrlich, und das ist nur eine Frage, ich weiß es nicht, ist sie überhaupt bisexuell? Weil ich merke da nichts von, dass sie sich in irgendeiner Weise für Frauen interessiert. Ne? Und die war ja auch mit jemandem zusammen, also sie kommt ja aus diesem Netflix-Format, ne? To Hard to Handle, und da war sie ja, fällt der Name gerade nicht ein, der mit den langen Haaren da, hat man ja nachgesagt, ich weiß es nicht, dass sie eine absolute Pseudo-Beziehung geführt haben, eine lesbische Pseudo-Beziehung. Und man weiß natürlich auch immer, es kommt irgendwie ganz gut an heutzutage, wenn man so total open ist für alles. Und aber wenn die das jetzt echt durchziehen, das hat jetzt wirklich 3 Dates gehabt, glaube ich, alle mit Männern. Und also wenn die das weiter so durchzieht, da sag's euch, die ist, also meine Meinung, oder frage ich, ich frage euch, ist es nicht alles fake irgendwie so, ne? Ja, das sind meine Gedanken und genau, jetzt ziehen wir uns heute Abend nochmal Eye of the One rein, damit ich jetzt nicht auf dem neuesten Stand. Ja, was denkt ihr also? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst mir gerne ein Abo da, Mission 50.000 Abonnenten. Also wenn ich die bis Weihnachten habe, da wollte ich mir eigentlich nochmal eine Aktion überlegen, vielleicht fällt euch auch was Cooles ein, ich muss nochmal überlegen, aber ich wollte, wenn die bis Weihnachten zusammenkommen, wollte ich mir was ausdenken für euch. Also, bis dann. Ciao.